Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Outdoor-Video, diesmal sogar mit Selfie-Stick, also ganz professionell, wie sich das für YouTuber gehört. Ich möchte kurz ein bisschen ranten über die Corona-Verhinderungsdiskurse, und zwar meine ich damit Lehrpersonen und dann auch an Universitäten Dozierende, die im Moment ganz viele Ausreden finden, um sich an Projekten nicht zu beteiligen, die Fernunterricht ermöglichen. Also die Gründe suchen, weshalb es für Sie jetzt nicht möglich ist, Videokonferenzen abzuhalten, weshalb es für Sie nicht möglich ist, die Plattform einzusetzen, die die jeweilige Institution anbietet, weshalb Sie eigentlich nur Präsenzunterricht durchführen können. Und da finde ich, braucht es im Moment einfach ein ehrliches Zeichen. Es braucht die Aussage, ich möchte das nicht, ich kann es nicht, ich bin überfordert, es ist zu schwierig. Das sind Signale, die es ermöglichen, Lösungen zu finden, Hilfe zu bekommen. Es lässt sich auch gut sagen, ich brauche jemanden, der mir das zeigt. Ich brauche jemanden, der mir es drei- oder viermal zeigt, bis ich es kann. Ich traue es mir im Moment nicht zu. Das ist alles völlig verständlich. Was nicht geht, ist einfach zu sagen, ja, die Qualität, die wir haben, die müssen wir irgendwie bewahren können. Das geht digital nicht. Oder ja, der Datenschutz, da weiß man ja nicht genau bei diesen Videokonferenzen oder didaktisch, das ist einfach ganz, ganz schwierig. Da muss man jetzt, wie sagen, im Moment sind wir in einer Krise, wir improvisieren, wir suchen nach Lösungen und die finden wir nur, wenn wir es auch ausprobieren. Und wer denkt, ich muss das perfekte Image haben, ich muss so rüberkommen wie immer, ich muss alles kontrollieren können, das lässt sich so jetzt im Moment nicht umsetzen und da ist auch ein kleines Opfer gefragt und wer dann anderen die Arbeit schwierig macht, sie daran hindert, innovative Lösungen zu finden, wirklich Projekte auch umzusetzen, sollte so ein bisschen sich bei der eigenen Verantwortung packen. Also es ist ein Appell auch an diese Verantwortung. Sagt einfach, ich kann es nicht, ich bin überfordert, lasst anderen den Raum, statt mit diesen Argumenten die Handlungsmöglichkeiten von allen einzuschränken und Lösungen schwieriger zu machen, als sie sein müssten. Danke fürs Zuhören. Das nächste Mal wieder ganz, ganz praktisch zu lustigen Hintergrundbildern bei Videokonferenzen und bis bald.